warum Severus Snape Lord Voldemort als Anführer der Todesser ersetzt haben könnte. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Lord Voldemort, Severus Snape und die Position, in der sie sich befinden. In diesem Video geht es vielmehr darum, wie es dazu gekommen werden könnte, dass Severus Snape die Position von Lord Voldemort übernimmt. Ich bin sicher, es gibt viele von euch da draußen, die glauben, dass er der Herausforderung nicht gewachsen wäre, und sie haben definitiv das Recht, so zu denken. Es gibt definitiv Beweise und viele Hinweise darauf, dass es sicherlich eine Herausforderung für Snape gewesen wäre, die Position von Lord Voldemort zu übernehmen. Wenn wir an die mächtigsten Zauberer denken, die es gibt, kommen uns immer drei Personen in den Sinn. Wir denken an Albus Dumbledore, Gellert Grindelwald und auch Lord Voldemort. Sie werden immer auf einer anderen Ebene gesehen werden als alle anderen Zauberer. Zum Beispiel Leute wie Filius Flitwick, Minerva McGonagall und Horace Slughorn werden als extrem mächtig angesehen, aber niemand würde sie in dieselbe Reihe einordnen wie Voldemort, Grindelwald und Dumbledore. Ich glaube nicht, dass viele von uns das tun würden, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass sie extrem weit entfernt davon sind, was ihre Stärke angeht. Nehmen wir Voldemort als Beispiel. Er war besessen davon, der mächtigste Zauberer zu werden, den es je gab. Es gab keinen Bereich, den er nicht perfektionieren wollte. Nichts anderes war für ihn wichtig, als der Allerbeste und der Mächtigste zu sein. So war es auch bei Dumbledore und Grindelwald. Sie waren auch machthungrig und wollten die Muggel an ihrem rechtmäßigen Platz sehen. Es ist also klar zu sehen, dass diese Individuen eine andere Mentalität hatten als der Rest der Zauberer. Das war es, was sie in erster Linie so großartig machte. Ihre Willenskraft, ihre Disziplin und Intelligenz trieben sie zu wahrer Größe. Und dann haben wir da noch Severus Snape, der meiner Meinung nach ein sehr ungewöhnlicher Fall ist. Er ist ungeheuer mächtig und verfügt über ein Wissen über die dunklen Künste, welches sogar mit dem von Voldemort konkurrieren könnte. Meiner Meinung nach ist Snape der am meisten unterschätzte Zauberer in der gesamten Harry Potter-Reihe. Und obwohl es klar war, dass er sehr mächtig war, denke ich, dass viele ihn nicht nah an den obersten drei sehen. Er ist am nächsten an den Top 3 dran, meiner Meinung nach. Und ich denke ganz ehrlich, er hätte gegen jeden von ihnen antreten können. Snape existierte nach Grindelwalds Zeit, also gab es keine starke Verbindung zwischen den beiden in Bezug darauf, wie Snape sich wirklich tatsächlich in einem Duell schlagen würde. Aber wie auch immer, der Punkt, den ich versuche klarzumachen, ist, dass Snape Voldemort besser kannte als jeder andere. Er war im inneren Kreis von Voldemort und hat sehr viel von ihm gelernt. Auch wenn Voldemort das wahrscheinlich niemals zugeben würde, dass er einem anderen Menschen Macht gegeben hat, ist es doch so gewesen. Er schätzte Severus Snape sehr als loyalen Diener. Snape war aber nicht nur mit Voldemort verbunden, er wusste auch eine Menge über Dumbledore. Sie hatten jahrelang eng zusammengearbeitet, nachdem er nach der Prophezeiung die Seiten gewechselt hatte. Alles in allem kann man sagen, dass es ziemlich vorteilhaft ist, mit zwei der drei größten Zauberern des Zeitalters zusammenzuarbeiten und viel dazuzulernen. Er verfügte durch sie beide über Erfahrungen, die man nirgendwo anders lernen konnte. Und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Die Leute vergessen, wie sehr Snape eigentlich ein Todesser war. Er hat sich zwar selbst rehabilitiert, aber man sollte nicht vergessen, dass der einzige Grund, warum er das tat, war, dass er Schuld an dem empfand, was er Lily angetan hatte. Er hatte keinen massiven Sinneswandel oder ähnliches, was mich auch dazu bringt, die Frage zu stellen, was Snape eigentlich als Todesser getan hat. Es war viel schlimmer als Mobbing an Muggelgeborenen, das kann ich euch versichern. Und obwohl wir das Ausmaß seiner Verbrechen als Todesser kennen, wissen wir, was die Mehrheit der Todesser im Namen von Voldemort getan hat. Sie folterten, sie verletzten, sie verkrüppelten und sie töteten. Sie taten das jedem an. Jedem, der sich ihnen widersetzte, und ich glaube, dass jeder, der glaubt, dass Snape an so einer Teilnahme ausgenommen war, macht sich etwas vor. Man muss sich den Mann genauer ansehen. Er hat definitiv Menschen verletzt, und ich denke, das wird übersehen. Er stand nicht über dieser Art von Verhalten, weil es notwendig war, um ein Todesser zu sein. Er war in einer sehr guten Position innerhalb der Ränge der Todesser und war hoch respektiert. Er war auf der Gewinnerseite von Lord Voldemort. Es war nur eine Frage der Zeit, bis selbst dem großen Albus Dumbledore die Ideen ausgingen, um den dunklen Lord in Schach zu halten. Wie ich schon sagte, der einzige Grund, warum Snape die Seiten gewechselt hat, war seine Liebe für Lily und dass er sie ungewollt in Gefahr gebracht hat. Lasst uns die Situation einen Moment lang betrachten. Snape war ein Todesser,
Lily war ein Mitglied des Ordens des Phönix, von dem Snape wusste. Er wusste, dass wenn sie auf den entgegengesetzten Seiten kämpfen würden, sie höchstwahrscheinlich irgendwann im Kampf aufeinandertreffen würden. Das war aber kein Grund für seinen Wechsel der Seiten. Snape war absolut bereit, ein Todesser zu bleiben und für Voldemort zu kämpfen. Er war bereit, so viele Menschen zu verletzen, wie es nötig war, um zu gewinnen. Wohlwissend, dass die Frau, die er liebte, auf der Gegenseite eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hatte, getötet zu werden. Wie kommt es, dass ihn das nicht dazu veranlasst hat, die Seite zu wechseln? Er könnte wahrscheinlich damit umgehen, dass Lily stirbt, aber nicht, wenn er derjenige war, der es verursacht hat. Wenn Snape also Voldemort nicht von der Prophezeiung erzählt hätte und nicht realisiert hätte, was er eigentlich gerade getan hat, dann wäre er höchstwahrscheinlich niemals übergelaufen. Nun könnte man denken, naja, Moment mal, wie hätte Voldemort die Prophezeiung dann überhaupt entdeckt? Wenn das der Fall wäre, hätte James die Information an die Rumtreiber weitergegeben, da er ihnen wirklich vertraute. Sirius und Peter wussten ursprünglich von dem Fidelius-Zauber und den Potters, die sich ihnen anvertraut hatten. Alles, was es also brauchte, war, dass Wurmschwanz direkt zu Voldemort geht, um ihm die Prophezeiung mitzuteilen bzw. die Lösung zur Prophezeiung und damit den Aufenthaltsort der Potters. James Potter vertraute seinen drei Freunden sein Leben an. Und seine größte Schwäche war damit sein Charakterzug des Vertrauens. Wenn man sich an die aktuelle Zeitlinie hält, würde es immer noch Voldemorts ersten Untergang bedeuten und seine Entkörperlichung. Das heißt, Snape wäre immer noch ein Todesser. Gehen wir mal also einen Moment lang davon aus, dass Snape der ideale Kandidat dafür wäre, um Voldemort zu ersetzen. Sogar noch mehr als Lucius Malfoy. Denn das Problem mit Lucius war, dass er sich mehr um sich selbst kümmerte als um den Erfolg von Voldemorts Sache. Er würde versuchen, die Kontrolle zu übernehmen. Und sobald die Dinge eine schlechte Wendung nahmen, würde er die alte Imperius-Fluch-Ausrede nutzen, um ungestraft davonzukommen. Aber bei Snape ist es eine andere Geschichte. Niemand wusste, was mit Voldemort passiert war, nachdem er zu den Potters gegangen war. Einige dachten, er sei geflohen. Einige dachten, er sei verletzt worden und wollte keine Schwäche zeigen. Einige dachten, dass der junge Harry eine unbekannte Kraft hatte, die Voldemort aufhielt. Der Punkt ist, dass Voldemort verschwunden war und die Todesser wollten Antworten dazu haben. Vier Todesser begaben sich auf die Suche nach Antworten und auf der Suche nach diesen Antworten hinterließen sie einen Pfad der Verwüstung. Bellatrix Lestrange, ihr Ehemann Rudolphus Lestrange, sein Bruder Rabistan Lestrange und Antonin Dolahoff folterten die Longbottoms in den Wahnsinn, auf der Suche nach Informationen über den Verbleib ihres Meisters. Dies sorgte für völlige und totale Empörung in der zaubernden Gemeinschaft und löste eine massive und aggressive Bemühung des Ministeriums aus, um jeden Todesser vor Gericht zu stellen. Wenn Severus Snape die Kontrolle gehabt hätte, hätte er sowas niemals zugelassen. Snape hätte Bellatrix und die anderen bei ihm bleiben lassen und ihnen dringend von einem solchen leichtsinnigen Angriff auf den Orden des Phönix abgeraten und vor allem auch irgendwie abgehalten. In Wirklichkeit aber war Snape viel zu intelligent und wusste sofort, dass das Einzige, was Voldemort davon abhielt, zurückzukehren, der Tod war. Es war unmöglich, dass er entführt worden sei, denn er war viel zu stark dafür, dass man ihn einfach entführen könnte. Der Mann konnte kommen und gehen, wann und wie er wollte, und vor allem auch mit einer großen Leichtigkeit. Snape kannte die Wahrheit und hätte diese auch sehr gut umgesetzt als Anführer. Es gab keine Möglichkeit, ihn jemals gefangen zu halten. Snape war der Einzige, der in der Lage war, die Gelassenheit zu haben, tatsächlich zu erkennen, was getan werden musste, wenn es darum ging, direkte Maßnahmen zu ergreifen. Die ursprüngliche Nachricht vom Untergang des Dunklen Lords gab den Auroren des Ministeriums Zuversicht. Die Leute hatten keine Angst mehr. Snape hätte die Gerüchte gerade gerückt und etwas getan, um die Todesser zu beruhigen. Snape würde sagen, dass Voldemort in der Einsamkeit an etwas Großem arbeitete und währenddessen würde Snape noch alle beruhigen, denn das ist es, was Snape am besten konnte, die Ruhe bewahren. Der Mann war praktisch unlesbar. Ich denke, es wäre ein komplett anderes Ergebnis gewesen mit Snape an der Spitze. Aber ob es Snape gelingen würde, einen erfolgreichen Angriff zu starten und die Kontrolle über die zaubernde Welt zu übernehmen, ist nicht ganz klar. Ich denke trotzdem, dass Snape ein würdiger Anführer für die Todesser gewesen wäre und der einzige würdige Ersatz, der auch nur ansatzweise die Fähigkeiten dazu hätte, Lord Voldemort das Wasser zu reichen. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare.
Auch wenn du neue Videoideen hast oder Themen hast, die ich noch nicht thematisiert habe, schreib sie mir auch gerne unter das Video. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.